hier sehr guter Einsatz von Harry Tonov, der direkt die Flanke sucht, am zweiten Pfosten ist Jonathan Wensing. Erste Chance für den SV Meppen. Möller, starker Ball auf die linke Seite, Tobias Missner. Wensing mit dem Hack und das ist ganz klar ein Elfmeter. Marek Jansen gegen Tyler Dogan. 1:0 für den SV Meppen. Mit diesem frühen Rückstand umgeht vor dieser Kulisse. Guter Ball von Prasse. Bessels ist da im Rückraum, ist Jansen. Bessels macht alleine und der hat den Ball ist drin. Sofort das 2:0 vom SV Meppen. Schnelle Spieler sind dabei, ja. Bislang kommen sie nur noch nicht wirklich zum Zug, die Kieler. Jansen probiert es mal von der Mittellinie. Was ein Versuch. Marek Jansen. Knappe Kiste. Und da vertändelt Dogan den Ball, Shep. Probiert es direkt ans Außennetz. Aber jetzt ist das natürlich eine Position für den Rechtsfuß, für Tim Möller, den vielleicht mal direkt zu probieren. Möller ins Torwart-Eck! 3:0! Flanke in die Mitte am zweiten Pfosten wartet Kurt. Und dann der Abschluss von Gumpert. Hat schon gelb. Also für mich sah das wirklich nach einem Schwalbe aus. Aber Schiri hat es erstmal weiterlaufen lassen. Harry Tonov. Knappes Ding. Auf den ersten Pfosten. Da ist Jansen. Harry Tonovs Bälle gefallen mir heute wirklich sehr, sehr gut. Da ist Prasse. Nächster Abschluss für die Meppner. Wagbe im Duell mit Tuglo. Wagbe bekommt den Ball in die Mitte und dann ist der Ball drin. Der Anschlusstreffer, das 3:1. Für Holstein Kiel. Zum Dieg mit dem Fehlpass, Breitenbücher. Da wäre die Möglichkeit gewesen, die Umschaltstärke mal auf die Platte zu bringen. Aber die Kieler bekommen es heute nicht hin. Jansen mit dem Abschluss. Ganz knapp am Tor vorbei. Breitenbücher mit dem Freistoß. Den müsste er jetzt aber auch wirklich gefährlich vors Tor treten. Ich wollte erst sagen, dass der Ball zu weit ist, aber das machen die Kieler aber richtig, richtig gut. Jansen an den Pfosten. Zähne lebt nicht mehr. Jetzt aber. Spiel ist vorbei. Der SV Meppen gewinnt mit 3:1 gegen die zweite Mannschaft von Holstein Kiel.